Hallo und herzlich willkommen bei Papierkniff. Ich heiße Nadine, bin unabhängige Snap'n'Up-Demonstratorin aus Hattingen, das ist im Ruhrgebiet, und begrüße euch total herzlich zu meinem neuen Kreativvideo. Diesmal mit einer Zauberkarte oder auch Secret Message Card, total egal wie ihr sie nennt. Und ja, ich habe ein wunderschönes neues Produktpaket aus dem Jahreskatalog genutzt, das nennt sich Waldfreunde, und habe daraus eine Einschulungskarte gemacht. Und zwar wird mein Neffe demnächst nach den Ferien eingeschult, und das passte total gut. Und ja, und für Kinder ist ja so eine Karte, wo viel passiert, irgendwie sowieso total spannend. Und deswegen habe ich gedacht, diese Karte muss es sein. Und ich zeige euch auch mal, was so besonders daran ist. Also die ist halt mit einer relativ schmal und ist mit einer Banderole verschlossen. Und wenn ihr die Banderole dann abzieht, dann ist ja erstmal total viel los auf dieser Karte, aber gerade für Kinder finde ich das sowieso total schön. Und ja, alles Gute zum Schulanfang steht da. Aber was ist jetzt das Besondere an dieser Karte? Wenn ihr die jetzt wieder schließt, könnt ihr die in der Mitte auch nochmal öffnen. Und dann sind da quasi nochmal neue Möglichkeiten, um versteckte Geheimbotschaften reinzuschreiben oder einfach irgendwelche netten Sprüche, Glückwünsche oder wie auch immer. Und dann könnt ihr die so wieder aufziehen. Und das Witzige ist, dreht ihr diese Karte um, kann man davon nichts sehen. Oh, das sind ein paar Fussel. Aber man sieht es nicht. Außer jetzt hier vielleicht die Vorderseite, die man dekoriert hat. Aber das Innenleben ist wirklich versteckt. Und ich finde das echt total witzig. Also ihr seht das nochmal hier. Und wenn ich die dann aufziehe, zack, dann ändern sich die Seiten. Also mir macht die Karte total viel Spaß, und wenn ihr auch Lust daran habt und die vielleicht mal nachbasteln möchtet, dann bleibt einfach dran. Nach dem Intro erkläre ich, wie es funktioniert. Los geht's für meine Zauberkarte oder auch Secret Message Card, ist eigentlich total wurscht, wie ihr sie nennt, benötigt ihr folgendes Material. Ein großes Stückchen Grundweiß mit dem Maß von 28 cm mal 21 cm und dann noch drei kleinere Stücke. Und zwar zwei Stücke Grundweiß mit dem Maß von 6,9 cm mal 21 cm und dann noch ein etwas schmaleres Stück, ebenfalls mit der Länge von 21 cm, und die Breite ist 4,5 cm. Das wird nachher die Banderole. Und natürlich auch Designpapier und Stempel und ja, je nachdem, wie ihr die dann nachher dekorieren möchtet. Das erzähle ich euch aber gleich noch. Jetzt beginnen wir einfach mal direkt mit der Karte. Ihr legt die lange Seite oben an und falzt bei 7 cm. Und 21 cm. Einen Moment können wir das so weiterlegen. Dann nehmt ihr euch euren Papierfalter und falzt die Falzlinien auch wirklich gut nach und auch diesmal sogar in beide Richtungen. Also ich mache es jetzt erstmal in eine Richtung und danach nochmal anders. Und das ist auch diesmal wichtig, weil der Mechanismus der Karte umso besser funktioniert, umso schöner die gefalzt ist. Nehmt ihr euch euer Stückchen Papier und faltet es einmal in der Mitte, so, und legt das ganze Stückchen dann nochmal in eure Papierschneidemaschine ein. Und zwar, dass die geschlossene Kante oben liegt, und legt es an bei 7 cm. Und jetzt müsst ihr schneiden, und zwar bis zur Falzlinie, also nicht komplett durch, sondern nur bis zur Falzlinie. Und ja, das könnt ihr natürlich jetzt machen, dass ihr
entweder von oben nach unten schneidet. Dann müsst ihr aufpassen, dass ihr wirklich da anhaltet. Oder ihr beginnt direkt bei 7 cm und schneidet nach oben weg. Das ist dann, könnt ihr machen. Ich mache es jetzt mal von nach oben nach unten und taste mich langsam hervor. So. Also ein Schnitt bei 7 cm und der zweite Schnitt ist dann bei 14 cm und auch wieder nur bis zur Falzlinie. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Habt ihr hier quasi in der Mitte eure Schnitte und links und rechts ist das Blatt noch geschlossen. Genau. Jetzt kann das weg. Und ihr nehmt euch eure geschnittenen Grundweißstreifen. Hatte ich ja schon gesagt, die haben ein Maß von 6,9 cm mal 21 cm. Und die müsst ihr jetzt in das Papier flechten. Und zwar nehmt ihr euch dann erstmal hier, nehmt euch die Lasche nach oben und das erste Stück von unten reinlegen. Und dann mache ich es mir jetzt einfacher, drehe das Ganze um und nehme wieder das nach oben und flechte es wieder da rein. Also das geht eigentlich am simpelsten. So, ich muss mal gucken. So, jetzt gucke ich mal einmal, dass alles gut sitzt. Falte das nochmal ein bisschen nach. Jetzt ist die Karte ja auch ein bisschen dicker dadurch. Ne? Dann kann man es alles nochmal schön nachdrücken. So sieht das Ganze dann aus. Und wenn ihr die jetzt schließt, könntet ihr nämlich, also so, ist sie dann, so wird das jetzt gleich noch dekoriert und eine Bandole drauf und dann macht man die Karte auf. Zack. Oder ihr klappt sie wieder zu und könnt die nämlich jetzt auch nochmal, witzigerweise, in der Mitte öffnen. Zack. Und hätte man dann nämlich nochmal neue Felder. Das werdet ihr jetzt gleich sehen, wenn ich die dekoriere, was ich damit meine, weil das ist echt total witzig. Also man kann sie ganz öffnen und jetzt hier halt nochmal in der Mitte. Ich finde das ein cooler Effekt und ja, ich denke mal, das macht jetzt auch besonders den Kindern Spaß. Deswegen habe ich gedacht, das wäre eine super coole Einschulungskarte für meinen Neffen. Der kommt nämlich in die erste Klasse nach den Sommerferien und der hat bestimmt Spaß daran. Und wenn ihr merkt, dass das jetzt noch so ein bisschen hakt, bei mir ist das nämlich auch noch so ein bisschen der Fall, da muss ich jetzt gleich mal gucken, dann kann es sein, dass ich nicht bis zum Rand komplett geschnitten habe. Ich gucke mir das jetzt gleich hier nochmal an. Nehme ich das nochmal raus. Weil das kann euch ja auch genauso gut passieren wie mir jetzt. Da mache ich jetzt eigentlich folgendermaßen. Ich suche meine Schere. Ja, habe ich sie dann. Da. Und schneide einfach nochmal, weil hier ist nämlich das der Fall. Ich habe hier nicht ganz bis zur Falzlinie geschnitten. Ich schneide es einfach nochmal ein bisschen nach und dann. Genau, und da auf der Seite ist es gut. Und dann wird das jetzt auch gleich besser sein. Seht ihr dann. Und dann geht es schon ans Dekorieren. Und das macht ja irgendwie am meisten Spaß. Und ja, jetzt zeige ich euch mal das Papier, was ich dafür genutzt habe. Weil das ist so ein schönes Papier. Und das findet ihr im neuen Jahreskatalog. Und zwar, ich zeige euch das mal, ein ganz, ganz tolles neues Produktpaket im Jahreshauptkatalog. Und ja, schaut mal, das nennt sich Fröhlicher Wald. Und
Oh, das ist total niedlich und voll meins. Und da gibt es halt Stempel zu und passende Stanzform und Designpapier, sogar passendes Band. Und im Produktpaket spart ihr jetzt auch im Budget, das könnt ihr wieder 10% sparen. Und ja, was auch vielleicht wichtig ist für viele, die Stanzform passen auch in die Mini-Stanzmaschine rein. Finde ich auch total wichtig, vielleicht zu wissen. Und das Designpapier. Das hat es mir total angetan. Ich zeige euch das mal. Das ist echt richtig, richtig hübsch. Moment, ich lege mal eben den Katalog weg, dann stört das nicht so. Nennt sich Fröhlicher Wald, glaube ich, oder? Ich muss mal einen gucken, ich glaube. Ja, genau. Nennt sich Fröhlicher Wald, sind 12 Blätter mit unterschiedlichen Designs. Und ich kann euch die Masse gar nicht mehr zeigen, weil ich auch schon so vieles zurechtgeschnitten habe und auch schon genutzt habe. Aber ich kann euch noch jedes Design zeigen. Nicht mehr die Menge, aber die Designs. Und das ist jetzt eine Rückseite. Und das ist eine Vorderseite. Total schön hier mit den Baumstämmen. So ein Wald halt, ne? Die Pilzen dann. Kleine Herzchen in Sahara-Sand. Und auf der Rückseite oder Vorderseite, wie man es nehmen möchte. Ja, also kleine Bären und Vögelchen und Füchse und Eulen und alles. Ja, halt schön. Also ich mag das total. Dann Blätter. Und auf der Rückseite ja so Baumstämme, würde ich sagen. In Grün. Das ist auch total schön. Total niedlich sind hier auch so eine kleine Schnecken, seht ihr die? Total witzig. Ja, Rückseite. Dann halt rote Herzchen und Pilze. Auch total super. Passt auch, kann man irgendwie nicht immer nehmen, muss nicht nur zum Herbst sein. Ja, dann halt so eine neutrale Vorderseite. Also, das ist eine Rückseite, das ist eine Vorderseite. Und das ist auch nochmal was ganz Besonderes, weil eigentlich reicht es schon, wenn man das so ausschneidet, auf einen Kartenrolling klebt. Einen Spruch schön draufklebt, fertig. Also da muss man gar nicht mehr viel machen. Das Papier, das reicht eigentlich schon. Und je nachdem, ja, wo man sich das ausschneidet oder einfach nur den Baum, finde ich auch gut. Dann hat man schon ganz schnell eine Karte gezaubert. Und sowas liebe ich ja, wenn es schnell geht. Finde ich dann echt total gut. Oder halt auch einfach nur einen Rahmen, ne? Für so einen Babyrahmen. Ja, da kann man ganz viel mitmachen. Das nehme ich jetzt. Und zwar, ich muss mir einmal meine Karte wieder hervorholen. Ist das ja für meinen Neffen, hatte ich euch ja gesagt. Und deswegen versuche ich das auch so ein bisschen ja, auf den Jungen jetzt zu beziehen. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich die Herzchen in Sahara-Sand nehme. Nicht die roten. Oder die genau. Also ist ja eigentlich auch total egal. Ne? Gibt ja auch viele Jungs, die rosa mögen. Dann nimmt man die rosa oder die roten. Und. Jetzt habe ich mir auch einige schon zurechtgeschnitten. Ich weiß aber noch ehrlich gesagt gar nicht, wie es dann gleich wird. Deswegen, ich werde das jetzt im Schnelldurchlauf alles kleben und dekorieren. Und wenn ich damit fertig bin, dann sage ich euch zum Schluss, welche Maße ich genommen habe. Weil dann, wenn ihr es wirklich eins zu eins nachbasteln möchtet, dann könntet ihr es so übernehmen. Das mache ich jetzt aber alles im Schnelldurchlauf und ja, los geht's.
so fertig. Oh, wie gefällt sie euch? Ich habe ein bisschen rum experimentiert, wo ich das Designpapier hinklebe. Ihr habt das ja vielleicht gerade verfolgt. Und ja, also das Ergebnis gefällt mir total gut. Ich hoffe, mein Neffe wird sich darüber freuen. Und ich sage euch natürlich jetzt auch gleich nochmal die Maße. Also man zieht die Banderole jetzt hier ab. Und tadadada, da ist das erste Innenleben. Und wenn ihr jetzt das Designpapier schneidet, dann habe ich jetzt hier ein Maß von 6,3 mal 20,5. Genau, das sind die beiden Streifen. Und das Designpapier hat ein Maß von 6,5 mal 6,5 cm. Ja, und hier habe ich halt die süßen Motive aus dem Designpapier ausgeschnitten. Das hatte ich ja schon vorbereitet und halt nach Lust und Laune dekoriert. Und ich finde, gerade so für Kinder kann ja auch echt viel drauf sein. Dann ist noch viel zu entdecken und irgendwie macht die Karte ja umso mehr Spaß. Aber das macht ihr, wie ihr möchtet. Muss ja auch keine Karte für ein Kind sein, könnte so eine Karte ja auch wunderbar zum Geburtstag, zu Weihnachten, ach was weiß ich nicht, Tor, ach, gibt es jetzt nicht Möglichkeiten, Halloween basteln und dann, ja, macht ihr es, wie ihr es möchtet. Und jetzt zeige ich euch natürlich auch nochmal die Seite, genau. Und hier ist natürlich noch Platz, um ein bisschen was reinzuschreiben, das werden wir auch noch machen, aber natürlich jetzt ohne euch, da kommen dann noch ein paar nette Zeilen für meinen Neffen rein und ja, also mir gefällt das echt total gut und ich finde das echt eine Karte, die man wirklich mal nachbasteln kann und es ist ja auch nicht aufwendig. Dekoration ist eigentlich so das zeitaufwendigste, aber ja, zuschneiden und falzen, das ging ja echt ratzfatz. Hier vorne habe ich den Aufleger 6,5 mal 20,5 und zwar ist das der Farbkarton und Designpapier dann nochmal überall 0,2 mm weniger. Die Banderole noch zum Schluss und ja, fertig ist das gute Stück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Lust, das zu basteln und auch nachzubasteln und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir einen netten Kommentar hinterlasst oder ein Däumchen hoch und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, freue ich mich natürlich auch sehr über Abos. Ja, und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ach, zu aller guter Letzt sage ich auch nochmal, ihr dürft natürlich auch alles bei mir bestellen an Material, was ihr hier so seht und aus den aktuellen Katalogen. Ist natürlich dann auch total wichtig. Ich meine, dadurch schaffe ich es auch immer wieder ein neues Video zu euch zu zeigen, indem ihr mich dann in dem Sinne vielleicht auch ein bisschen unterstützt. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ja, jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Tschüss, eure Nadine vom Papierkniff.